herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, wir werden uns heute ein wichtiges Thema anschauen, und zwar deine seelische Evolution. Ich habe mir gedacht, dass ich für jeden Sternzeichen ein Video drehen werde. Ich werde schauen, dass ich das auch so schnell wie möglich es hochladen kann. Und wenn ich es auch nicht schaffen würde, ich weiß ja ganz genau, dass ihr das Verständnis habt dafür, denn es ist ja so, bei mir ist es zeitlich halt sehr knapp, aber ich werde versuchen, jeden Tag ein Sternzeichen hochzuladen. Das ist ja so, ich habe schon mal so ein Format gedreht, also so ein Video. Falls ihr jetzt neu seid, könnt ihr schauen, oder ich werde euch auch dieses Video verlinken. Das ist aber so, ich habe jetzt das nicht für jeden Sternzeichen gedreht. Aber diesmal habe ich mir gedacht, dass wir das so machen, dass wir für jedes Sternzeichen uns sozusagen diese seelische Evolution anschauen. Bei dieser Legung ist es auch so, ich werde mit diesen zwei verschiedene Orakelkarten schauen, welche Talente du hast, welche Fähigkeiten du hast. Also du könntest sie schon haben oder du kannst sie noch entwickeln. Das ist sehr wichtig, ne? Und was auch ein ganz wichtiges Thema ist da draußen für euch alle, es muss nicht mit dir hundertprozentig in Resonanz gehen. Es kann nur ein Teil oder ein Wort, aber du wirst das spüren, ne? Und dann werde ich noch die Osho-Zen-Karte nehmen und diese wunderschönen Tarotkarten. Das sind die Los Garabeo. Ich glaube, The Gutes oder irgendwie sowas, genau. Also ich bin mir jetzt aber nicht sicher, aber ich habe sie schon mal benutzt. Die sehen so aus und schon haben wir hier eine schöne Karte. Auf jeden Fall werden sie uns auch behilflich sein, ne? Wo deine Herausforderungen sind, wo deine Blockade sein können. Wir wollen uns wirklich behilflich sein mit den Karten, ne? Und diese Legung ist zeitlos. Sobald du sie dir anschaust da draußen, ist sie gültig. Es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit bei den Karten. Es ist hier alles und jetzt, ne? Das ist sozusagen die Energie, die gerade fließt. Okay, ich würde sagen, dass wir starten. Du wirst immer dieses Intro sehen, ne? Das ist sehr wichtig, weil sonst muss ich ja bei jedem Sternzeichen noch einen extra Video drehen. Okay, ich bitte dich, geh einmal in dir tief hinein und visualisiere dich selbst. Atme ein und atme aus. Okay, ich bitte dich auch noch, das ist sehr, sehr wichtig, hör dir da auch dein Aszendent oder dein Mondsternzeichen an. Da kann auch was für dich dabei sein, ne? Okay, wir starten. Hallo, lieber Stier, schön, dass du hierher gefunden hast. Ich würde sagen, dass wir gleich starten mit deiner seelischen Evolution. Ich bitte dich, nimm nur das, was mit dir auch in Resonanz gehen kann. Das ist eine kollektive Legung, ne? Das ist jetzt hier keine persönliche Legung. Schau mal, hier hast du diese Karten, die werde ich ganz am Anfang benutzen, um deine Talente und Fähigkeiten zu erfahren. Das sind die Starseed-Karten. Okay, ich mische sie ganz kurz und wir nehmen jetzt eine Karte im Kollektiven für den lieben Stier. Perspektive, nichts ist von Bedeutung. Herauszoomen, gemeinsame Basis. Okay. Das sind sozusagen hier Talente, die du haben könntest, die bezüglich ganz viele Aktionen sind, Perspektiven in deinem Leben. Ne? Du kommst hierher und du valutierst hier ganz viele Dinge, lieber Stier. Also das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du hier auch von dieser Erde bist. Es kann auch gut sein, dass du vielleicht von einer anderen Dimension stammst. Das sagt jetzt die Karte nicht. Aber sie sagt uns,
dass hier einfach deine Basis genommen wird, ne? Was du hier alles lernst, was du hier alles sozusagen auch aufnehmen kannst, ne? Du kannst hier auch deine Talente manifestieren, ne? Das ist ja klar. Du kommst hierher, das ist diese Schule. Die Erde ist für mich die Schule, an der wir Dinge lernen, ne? Das kannst du nicht in andere Dimensionen machen. Also diese 3D-Manifestation, das ist halt hier einfach viel besser. Und du kannst hier sozusagen auch Aufgaben bewältigen. Und ich denke mir auch, dass wer hierher kommt auf die Erde sozusagen, hat auch bezügliche Dinge, die auch in diese materielle Aspekt sind. Und bei dir, lieber Stier, wissen wir ja ganz genau, du bist ja sozusagen ein Erdelement. Bei dir ist alles Stabilität, alles, was mit dieser Stabiles zu tun haben könnte, alles, was dich auf dem Boden hält, ne? Okay, das sind deine Talente, sozusagen deine Fähigkeiten. Okay, wir machen weiter. Okay, jetzt verwenden wir diese wunderschöne Engeltier-Orakelkarten, falls du sie noch nicht kennst. Ich brauche jetzt deine Talente, deine Fähigkeiten für den lieben Stier. Okay, einmal. Ich bitte um einen Talent oder mehrere Talente für die lieben Stiere da draußen im Kollektiven. Das allerletzte Mal jetzt. Oh, wir haben hier den Bär. Setze Macht mit Weisheit ein. Okay, du hast hier den Erzengel Uriel und Jophiel. Was ich ja auch vorhin gesagt habe, ne? Du kommst hierher. Das kann auch gut sein, dass du schon öfters gekommen bist. Du kommst nämlich in dieser Inkarnation um mehrere Perspektive zu haben vom Leben, dass du hier ganz genau weißt, dass du in einer Dimension bist, in der du dich nicht identifizieren sollst mit dem, was in deinem Leben ist. Das ist hier eine Schule, in dem du wirklich hier ganz viele Dinge lernen sollst, ne? Und du solltest hier auch deine Macht einsetzen. Also dieses wunderschöne Bär sagt, du hast die Kraft, ne? Und wir wissen ja auch ganz genau, das ist hier ein Totemtier. Und die Bären sind ja sozusagen auch Menschen, die sehr weise sind, ne? Das könnte gut sein, lieber Stier. Das muss jetzt nicht hundertprozentig mit dir in Resonanz gehen, was ich gerade sage. Aber mir wird gerade kanalisiert, das kann gut sein, dass du schon öfters dich inkarniert hast, sozusagen auf die Erde. Und du hast wirklich ganz viel in dir drin. Du hast ganz viel Weisheit, ne? Das ist ja normal. Wenn du öfters kommst, dann hast du ja sozusagen ganz viele Talente oder Fähigkeiten, dann hast du auch eine größere Macht. Aber irgendetwas hat dich noch sozusagen hierher geführt, ne? Noch einmal. Das ist ja so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Erde nicht so gut ist. Aber wir wissen ganz genau laut dem Purana, dass es andere Dimensionen gibt, die auch sehr, sehr positiver sind, ne? Wir sehen das jetzt so als diese Dualismus, ne? Wir kommen hierher, das ist hart für uns, diese Aufgabe zu bewältigen, das ist nicht einfach, lieber Stier, aber du kannst in anderen Dimensionen es einfacher haben, ne? Da ist die Evolution ganz anders. Das heißt, wenn du jetzt dich nochmal hierher inkarniert hast, lieber Stier, dann ist es ja auch gerade das, was du hier sehen sollst. Was gibt es hier, das dich immer noch festhält, ne? Das bringst du als Talent. Du hast schon diese Weisheit in dir. Aber die Karten laden dich ein, diese Weisheit in dir, diese Macht zu aktivieren. Sehr schön, wirklich Kompliment. Und die grüne Farbe ist ja auch sozusagen unser Herzchakra. Das heißt, öffne dich, sei nicht ängstlich, was dich da draußen erwartet. Ich weiß, es ist nicht einfach. Es kann gut sein, dass du hier wirklich einfach mal diesen anderen Blickwinkel einsehen sollst, ne? Du kommst hier auf die Erde, es sieht alles so kompliziert aus, lieber Stier. Vielleicht hast du dich wirklich schon öfters inkarniert und du hast aber dieses gewisse Etwas noch nicht verstanden. Aber jetzt ist es an der Zeit geworden, das ist ja auch kein
Zufall, dass du jetzt hierher gestoßen bist. Das heißt, du schaust dir dieses Video an. Dann möchte dir auch deine Seele etwas mitteilen. Ne? Erwache von dieser Maya-Illusion. Du bist hierher gekommen, um eine Aufgabe zu bewältigen, um eine Mansion zu bewältigen, die dich immer noch jedes Mal hierher bringt. Ne? Sozusagen auf diese Welt, in dieser materiellen Ebene. Sehr, sehr schön. Okay, machen wir weiter mit den Osho Zen-Karten. Ich möchte jetzt zwei Karten, um deine aktuelle Energie mir anzuschauen. Wir reden hier von deiner seelischen Evolution. Wie sieht es für dich aus, lieber Stier? Energetisch. Energetisch. Bitte zwei Karten. Wenn sie mir auch eine geben, ist es auch in Ordnung. Bitte um zwei Karten für den lieben Stier. Und schaut mal, wie wunderschön. Die haben mir wirklich zwei Karten gegeben. Danke, danke, Geistführer. Das ist wirklich sehr schön, wenn sie so mit kollaborieren. Genau. Bevor ich hier was Falsches sage. Okay, du hast hier diesen Verständnis. Du bist hier wirklich in dieser Offenheit. Du hast Verständnis gegenüber von anderen. Du solltest dich in andere hineinversetzen. Oder du bist schon in dieser Energie. Du weißt ja ganz genau, lieber Stier, wir wissen nicht, ob das jetzt mit der Vergangenheit, das könnte auch gut sein, dass du dich gerade in dieser Energie befindest, dass du ganz genau weißt, dass du jetzt diesen Verständnis haben sollst mit anderen, in anderen, dass du dich in anderen hineinversetzt, ne? Du kannst jetzt endlich fliegen, ne? Du kannst jetzt endlich mal auch dich trauen, dahin zu kommen, wo du bis jetzt dich noch nicht getraut hast, ne? Dieses Verständnis ist auch für mich, dass du auch andere verstehen kannst, ne? Du kannst dich in anderen hineinversetzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und du hast hier diese Stille. Die Stille ist ja sozusagen der Stern, ne? Bei den großen Arkanen. Das heißt, energetisch bist du hier in einer Hoffnung. Du bist gerade in dieser Heilung. Du heilst hier gerade etwas. Du kommst voran. Du kommst auch schrittweise voran. Das ist sehr wichtig, ne, lieber Stier. Das muss nicht immer alles schnell, schnell gehen. Das ist hier auch eine Evolution, die auch Zeit braucht, ne. Wir wissen das ganz genau hier, weil ich vermute, das wird mir ganz stark kanalisiert. Auch bei dieser Karte hier, wenn wir jetzt den Stern haben, das ist eine richtig wichtige Mansion für dich, ne? Dass du herauskommst, dass deine Macht sich endlich aktivieren kann, ne? Du hast dich schon öfters inkarniert und du hast sozusagen dieses ganze Informationen in dir, in deine Zelle fließen diese ganze Information. Wunderschön. Du bist hier auch mit dieser Stille verbunden, ne? Ich würde auch sagen, geh in dir hinein, ne? Und schau, dass du dich wieder mit dieser Mutter Natur auch verbinden kannst. Das haben wir nämlich auch hier. Die Karte lädt uns ja auch ein, ne? Dass die Erde uns braucht. Sie braucht uns und wir brauchen sie. Und wenn du dich hierher inkarniert hast, lieber Stier, dann hat es ja auch einen Sinn, ne? Das ist ja nicht jetzt zufällig, weil du musst hier noch etwas bearbeiten. Aber du hast hier schon mal sehr schöne Karten. Also du bist hier in einer hohen Frequenz. Kompliment. Falls du noch nicht in dieser Frequenz bist, könnte es gut sein, dass du in dieser Frequenz kommen wirst. Du wirst hier langsam etwas erarbeiten. Ich habe das auch erwähnt, im Allgemeinen bei dem Stier, er geht jetzt eine bessere Zeit. Ne? Er bekommt jetzt wirklich diese bessere Zeit. Er sieht, dass jetzt endlich etwas auf ihn zukommt. Endlich eröffnen sich diese Türen. Ne? Und das sehe ich hier auch. Das kann ich nur wieder bestätigen. Ne? Okay, wunderschön. Jetzt machen wir weiter mit den Tarotkarten. Deine aktuelle Situation. Deine aktuelle seelische Evolution. Deine aktuelle... Oh, eine Karte ist gefallen. Wir heben sie gleich auf. Ich bin gespannt. Was haben wir denn hier? Oh, plane. Jetzt planst du etwas. Du bist hier, du wirst hier aufgefordert, ne? Das könnte auch gut sein, dass du noch nicht sozusagen diese
diese Macht spürst, ne? Dass du noch nicht diese Kraft fühlst in dir. Aber ich sehe hier, dass du bereit bist, hier zu planen. Und wenn du noch nicht weißt, was du tun solltest, ne? Weil für mich ist auch zweiter Stäbe, diese Karte sagt uns auch, hol dir ganz viele Informationen, wenn du nicht genug weißt, was du planen möchtest. Möchtest du hier etwas Neues tun? Möchtest du hier etwas für die Zukunft planen? Dann solltest du dir wirklich ganz viele Informationen holen. Ist das für dich richtig? Das sehen wir wieder hier. Also das widerspiegelt sich hier, ne? Diese neue Perspektive. Das heißt, du solltest dir hier nicht nur eine Perspektive holen, sondern mehrere. Weil du bist hier noch bei der 2. Das ist dieses Dualismus. Jetzt sollte sich einfach deine Sichtweise eröffnen, mehrere Dinge zu sehen, gleichzeitig zoome, also das heißt, ich hoffe, dass ich das richtig gesagt habe, ich zoome jetzt auf einer Perspektive, ich schaue sie mir richtig von nahe an, ne? Und dann valutiere ich auch, ob ich das kann oder ob ich das nicht kann, ob das jetzt für mich gut ist oder ob das für mich nicht gut ist, ne? Also du hast hier eine Situation, in der du anfängst, hier etwas zu planen oder du hast schon etwas angefangen zu planen. Es geht hier um deine seelische Evolution. Das ist ja klar, ne? Das kann mit allem in Verbindung sein. In der Liebe, in beruflicher Situation, finanziell. Das kann überall sein. Okay. Und ich habe hier am Ende des Tarotkarten auch 5 der Münzen. Ne? Schau dir wirklich diese Gelegenheit an. Ganz genau, weil hier ist diese Karte für mich auch diese Gelegenheit, die du nicht siehst. Für mich ist immer 5 der Münzen diese, ich würde sagen, diese ungünstige Karte. Ne? Sie ist da und du siehst, hier ist etwas, aber du siehst diese Lösung nicht. Sie ist vielleicht vor deinen Augen, lieber Stier, aber du siehst sie nicht, ne? Weil du bist so beschäftigt, dich irgendwie mit der Situation zu identifizieren. Ne? Wir sind ja schon bei den Münzen. Okay, machen wir mal weiter. Ich möchte jetzt eine Karte haben für deine Herausforderung. Was brauchst du als Herausforderung bei dieser seelischen Evolution? Was wird von dir verlangt? Okay, bitte eine Karte im Kollektiven für die liebe Stiermenschen. Oh, das ist langsam. Das geht langsam voran. Aber wirklich, das ist so, lieber Stier. Wir sind hier wirklich bei diesem materiellen Aspekt. Wir sind hier in etwas, was Konkretes ist. Ne? Für mich sind die Münzen immer etwas Konkretes. Du brauchst diese Zeit. Du brauchst hier einfach diese Geduld. Sei vorsichtig, sei langsam. Sei nicht hektisch. Wenn du hier eine Entscheidung treffen sollst, dann geh sie auch wirklich in der Ruhe. Schau, dass du nicht eine falsche Situation auswählst, weil du schnell sein möchtest. Das wird mir gerade ganz stark kanalisiert. Er hält hier das richtig fest, ne? Ob er das verlieren würde. Das ist so, als ob du hier etwas verlieren könntest. Sei wirklich vorsichtig. Etwas, was für dich auch wichtig ist. Und schau mal, was du hier hast. Das ist die Hohenpriesterin. Höre auf deine Intuitionen. Du hast es hier. Also ich denke mir hier, meine Liebe, dass du hier wirklich eine alte Seele sein könntest. Und du hast wieder eine Bestätigung, dass du hier eine wichtig, richtige Mansion hast, lieber Stier. Höre auf deine innere Stimme. Sei dir bewusst, was du auserwählst. Der Ritter der Münzen ist ja auch derjenige, der etwas konstruiert in einer nahen Zukunft. Aber das braucht Zeit. Du solltest jetzt hier bitte nicht alles schnell machen. Schau dir mehrere Perspektiven an. Das kann auch Richtung einer Person sein. Das kann ja auch in beruflicher Situation sein, ne? Wenn du nicht genug Informationen hast, lieber Stier. Sei dir wirklich sicher, was du tust, ne? Ich würde sagen, wähle nicht diesen Ausweg. Wähle nicht, jetzt fällt es mir nicht ein auf Deutsch, wenn wir jetzt sehen, es gibt eine kürzere Weg. Ne? Du siehst, es gibt einen kürzeren Weg. Tu es nicht. Mach das, was für dich sozusagen in dem Moment, was der Schicksal dir bringt, was sich so ergibt in deinem Leben. Schau es dir genau an.
lass dich führen von deiner inneren Stimme, weil wir haben die Hohenpriesterin. Und sie sagt uns auch, dass du nach deiner inneren Stimme, dass die Hohenpriesterin ist für mich auch diejenige, die ganz viele Informationen in sich trägt, die wirklich auch ganz viel gemacht hat, ne? Auch ganz viel Erfahrung hat. Kein Wunder, dass ich gesagt habe, du bist mit Höchstwahrscheinlichkeit hierher gekommen, auf dieser Erde, schon öfters, lieber Stier. Aber du solltest hier konkrete Dinge lernen, ne? Das ist ja hier auf jeden Fall, ne, dieser Fall. Also ich würde sagen, du musst hier lernen, etwas loszulassen, ne? Vielleicht dich nicht zu identifizieren mit diesem materiellen Aspekt. Wir wissen es ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, ob dir Rudolf Steiner etwas sagt, aber Rudolf Steiner sagt in seinen Büchern öfters, dass er meint, dass viele Seelen auch wiederkommen, weil sie einfach abhängig sind von bestimmten materiellen Aspekten. Ne? Wenn du dich jetzt zu festklammerst an irgendetwas und du kommst immer wieder, weil du das nicht verstehst. Und das ist kein Zufall, lieber Stier, dass du dich jetzt sozusagen für sowas interessierst, für diese spirituelle Ebene. Du bist hier nicht umsonst gelandet. Ne? Also sei dir bewusst, dass hier wirklich ganz viele Informationen für dich sind. Du nimmst bitte auch das, was mit dir in Resonanz gehen kann. Also ich bitte dich, zwing dich ja nicht, lieber Stier, ne? Das waren deine Karten, lieber Stier. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem Kleinen und wir sehen uns nächstes Mal. Pass auf dich auf. Mach's gut. Tschüss.